Jetzt ist heute Thema 4 und zwar, das ist häufig so die Schwierigkeit, weil jetzt haben wir die ersten drei Themen, aber das Problem ist, es ist in der Theorie teilweise da, aber noch nicht so ganz in der Praxis. Und wir wollen anschauen auch heute ein bisschen, wie kann es jetzt wirklich durchdringen in unser Leben, das jetzt ein bisschen nochmal neu erfassen, okay? Und darum habe ich heute den Titel genannt, wie werde ich meine inneren Kämpfe los? Wie werde ich meine inneren Kämpfe los? Weil das ist ein Thema, hat jeder, für jeden ist das Thema. Wie werde ich meine inneren Kämpfe los? Vor allem, wenn ich mit Jesus laufe, sowas, dann ist auch so, Mann, ich habe trotzdem meine inneren Kämpfe. Ich weiß eigentlich, wie ich leben möchte. Ich weiß, wie es eigentlich unterwegs ist, mit Jesus zu sein. Aber auf der anderen Seite habe ich diese inneren Kämpfe, dieser innere Kampf in mir zwischen alt und neu, die ganze Zeit. Und wir wollen das anschauen, wie können wir dort durchkommen. Also das Ursprung, ich möchte da kurz zurück so in den Anfang schauen, und zwar der Ursprung. Was ist der Ursprung des Problems? Der Ursprung des Problems ist, dass Gott uns geschaffen hat, uns Menschen geschaffen hat in seinem Ebenbild. Er hat uns geschaffen, Gott ist Liebe und er hat uns geschaffen, auch Liebe zu sein. Um mit Liebe verbunden zu sein, wir kriegen unsere Nahrung. Er hat uns geschaffen, dass unsere Ernährung, unsere Nahrung, unser Seelenfutter kommt durch Gott. Die Liebe, die wir brauchen, kommt durch Gott. So hat Gott uns geschaffen. Dann ist aber in der Bibel, lesen wir den Sündenfall, dass der Mensch gesagt hat, ich möchte nicht mit Gott laufen, sondern ich möchte meinen eigenen Weg gehen. Und das hat getrennt, den Menschen und Gott getrennt. Und das ist das Problem sozusagen, wo eigentlich die Verbindung zwischen Gott und Mensch war, ist plötzlich jetzt eine Trennung da. Und dass wir Menschen eigentlich uns von Gott ernähren können, alles haben, was wir brauchen, unsere Seele wirklich gesund gefüttert wird, haben wir plötzlich die eigentliche Nahrungsquelle nicht mehr, aber wir müssen ja immer was ziehen, wir müssen immer Liebe ziehen und suchen darum überall nach Liebe, nach Anerkennung, nach Bestätigung, nach Akzeptanz, nach Zufriedenheit, nach Frieden, weil wir so geschaffen sind, wir brauchen es. Jeder von uns braucht Liebe, jeder von uns braucht Friede, jeder von uns braucht einfach, dass wir atmen können. Und darum saugen wir überall, wo es geht. Und das ist der, sag ich mal, der zerstörte Zustand, wo die Menschheit drin lebt. Sowas, dass wir eigentlich, wir suchen das, wozu wir geschaffen sind, aber die Menschen kommen nicht auf Gedanken, bei Gott zu suchen. Und jetzt haben sogar Christen die Lösung, es nicht bei Gott zu finden, sondern woanders. Super. Und unsere Seele, sozusagen unser Geist, wir sind Körper, Seele und Geist, unser Geist ist wie getrennt worden von Gott bei dem Sündenfall. Dadurch ist unsere Seele, ich habe uns hier mal das Bild von Körper, Seele und Geist. Wir sind Körper, Seele und Geist. Und zwar, wir sind ein Geist mit einer Seele in einem Körper, kann man sich so vorstellen. Und unser Geist, der wurde getrennt von Gott. Dadurch hat unsere Seele keine Nahrung mehr und unser Körper ist halt eh so eine Sache, gell? Darum sagt auch Paulus, die ganze Schöpfung liegt in Wehen, weil alles Äußere, ja, das wird Jesus irgendwann wieder neu machen, alles neu machen, wo es nicht mehr verfallen ist. Aber das ist so die Sache. Und in 2. Korinther 5, Vers 17 heißt es, das bedeutet aber, wer mit Christus lebt, wird ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr derselbe, denn sein altes Leben ist vorbei, ein neues Leben hat begonnen. Wer mit Jesus lebt, wird ein neuer Mensch. Sein altes Leben ist vorbei, ein neues Leben hat begonnen. Und das ist die gute Botschaft, die wir haben mit Jesus, ist, wir haben die Chance, ein neues Leben zu bekommen. Wir haben die Chance, ein neues Leben zu bekommen. Okay? Aber jetzt schauen wir Körper, Seele, Geist mal nochmal an. Und zwar, was dort passiert ist, Gott hat am Anfang beim Sündenfall hat Gott gesagt so, wenn ihr von dieser Frucht esst, wenn ihr von euch mir abwendet, werdet ihr sicher sterben. Sie essen von dieser Frucht, aber Adam und Eva, sie sterben nicht, sondern sie leben weiter. Was stirbt dort? Nicht ihr Körper, wir denken, leben immer nur im Körper, nicht direkt ihre Seele, sondern ihr Geist stirbt. Ihr Geist stirbt. Und darum ist alles andere auch dem Verfall überlassen. Ja? Und dann ist es so, dass Jesus sagt, hey, und jetzt mache ich euch zu neuen Menschen. Neue Menschen. Und dann habe ich hier den Kreis Sarahs letzte Woche auch kurz gezeigt. Unser Geist wird plötzlich ein Geist mit Gott. Durch Jesus wird ein Geist wieder ein Geist mit Gottes Geist. Wir werden wieder eins, wir werden wieder verbunden. Mein Geist ist plötzlich wieder an der Quelle des Lebens angedockt. Bei Gott. Das heißt, mein Geist ist wieder lebendig, ist intakt, ist so, wie er sein wird, wenn ich bei Gott sein werde. Mein Geist. Ja? Dann ist aber unsere Seele.
Und es ist so schwierig, weil da stehen wir im Spannungsfeld zwischen alt und neu. In unserer Seele, da ist der Kampf, Gott hat uns neu gemacht, wir lehnen uns, fangen an, dass das, was auch wiederhergestellt wird, auch in unserer Seele, aber wir haben immer noch alte Muster in unserem Körper, sag ich mal, unser Körper, der wird mal wiederhergestellt sein, wenn Jesus wiederkommt. Oder wenn wir jetzt bei ihm sind, was, dann wird das final sein. Aber hier auf dieser Erde werden wir am Alterungsprozess sterben und an sonstigen Sachen, was auch immer. Unser Körper, der ist nicht erlöst. Ja? Und das heißt, wir wollen anschauen, sodass, wo herrscht unser Kampf? Unser Kampf herrscht in der Seele. Und es ist so, dass das sind nicht geistliche Kämpfe zwischen alt und neu, sondern seelische Kämpfe zwischen alt und neu. Und das möchten wir jetzt eigentlich ein bisschen anschauen. Wie sieht es eigentlich in unserer Seele aus? Und ich lese uns da mal einen Text vor. Da steht in Galaterbrief, Kapitel 5. Könnt ihr gerne mal eure Bibel nehmen und aufschlagen. Epheserbrief, Kapitel 5, ab Vers 16. Galaterbrief, Kapitel 5, ab Vers 16. Und ich lese es uns mal vor. Deshalb, lebt so, wie es eurem neuen Leben im Heiligen Geist entspricht. Dann werdet ihr auch nicht tun, wozu eure sündigen Neigungen euch drängen. Die alte sündige Natur liebt es, Böses zu tun. Genau das Gegenteil von dem, was der Heilige Geist will. Der Geist weckt in uns Wünsche, die den Neigungen unserer sündigen Natur widersprechen. Diese beiden Kräfte liegen in ständigem Streit miteinander, sodass ihr nicht das tun könnt, was ihr wollt. Doch wenn ihr vom Heiligen Geist geleitet werdet, seid ihr nicht dem Gesetz unterworfen. Wenn ihr den Neigungen eurer sündigen Natur folgt, wird euer Leben die entsprechenden Folgen zeigen. Unzucht, unreine Gedanken, Vergnügungssucht, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Streit, Eifersucht, Zorn, selbstsüchtigen Ehrgeiz, Spaltungen, selbstgerechte Abgrenzung gegen andere Gruppen, Neid, Trunkenheit, ausschweifenden Lebenswandel und dergleichen mehr. Ich wiederhole, was ich bereits gesagt habe, dass niemand, der ein solches Leben führt, das Reich Gottes erben wird. Wenn dagegen der Heilige Geist unser Leben beherrscht, wird er ganz andere Frucht bringen. Also es ist einmal so dieses, die alte Natur, die hat folgende Frucht, die haben wir gerade gelesen, ja. Und jetzt so, wenn dagegen der Heilige Geist unser Leben beherrscht, wird er ganz andere Frucht in uns wachsen lassen. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Nichts davon steht im Widerspruch zum Gesetz Gottes. Diejenigen, die zu Christus Jesus gehören, haben die Leidenschaften und Begierden ihrer sündigen Natur ans Kreuz geschlagen. Wenn wir jetzt durch den Heiligen Geist leben, dann sollten wir auch alle Bereiche unseres Lebens von ihm bestimmen lassen. Lasst uns darauf achten, dass wir nicht stolz werden und uns gegenseitig verärgern oder beneiden. Okay, richtig gute Stelle. Da schauen wir heute ein bisschen rein. Da ist dieser Kampf eigentlich zwischen dieser alten Natur und dem Neuen. In ein bisschen traditionelleren Übersetzungen ist es der Begriff, das Alte heißt Fleisch. Das heißt, so diese sündigen, alte Neigungen, sowas, das ist das Fleisch. Das Fleisch kann man eigentlich, das werde ich gleich mal ein bisschen erklären. Und das ist so dieses, das hat eine Frucht und das Neue hat auch eine Frucht. Die Frucht des Heiligen Geistes, wenn der Geist in uns lebt. Und ich möchte uns das mal so zeigen, der Kampf in meiner Seele zwischen alt und neu. Und das möchte ich uns mal hier vorstellen, wie das funktioniert. Und das ist immer, Beispiele hinken immer. Aber trotzdem, ich glaube, das hier kann es einmal ein bisschen nahe bringen. Aber wir stellen uns mal vor, wir haben unseren Geist, oder? Das ist unser Geist. Und unser Geist und unsere Seele. Und unser Geist hat Gott neu gemacht. Und Gott hat uns geschaffen, dass unser Geist und unsere Seele in einer Einheit läuft. Dass ich meine Seele an meinem Geist anlehnen kann. Dass ich meine Seele aus dem Geist jetzt ernähren kann. Ja, vorhin habe ich ja erklärt, sowas, unsere Seele braucht Nahrung, braucht Liebe. Gott, das ist so wichtig, Gott liebt deine Seele. Also Gott liebt deine Seele. Was ist die Seele? Die Seele ist unser Wille, unser Denken und unsere Emotionen. Das ist unsere Seele, was ich will, was ich denke, was ich fühle. Und das ist unsere Seele. Und Gott liebt deine Seele, er liebt sie so sehr. Aber er hasst die Sünde. Und er hasst die Dinge, die Gott widersprechen. Er hasst die gottlosen Dinge, hasst er.
aber er liebt deine Seele. Das ist mega wichtig, weil manche Christen fallen dann rein zu sagen, werden seelenfeindlich. Also nicht Seelenfeindschaft, ist nicht. Wir müssen erkennen, wir müssen Zugang auch zu unserer Seele bekommen, zu unseren Emotionen, zu unseren Gedanken, zu unseren Gefühlen, zu unserem Wille bekommen, um auch zu wissen, wo stehe ich dort? Wie kann ich es Gott anvertrauen oder wie kann ich es, wo lasse ich es von Gott bestimmen, oder? Und das ist sozusagen unser Geist, der ist neu durch Jesus. Und dann haben wir hier unsere Seele. Und Jesus hat uns neu gemacht, aber wir haben noch diesen Kampf zwischen Fleisch und am Geist anzulehnen. Dieser Kampf zwischen alt und neu. Und wir müssen sehen, so das Neue, das ist so, wenn der neue Mensch ist, dann kann er andocken am Geist und sich führen lassen vom Geist Gottes. Okay? Aber dann, danke dir. Aber wir haben auch unseren alten Teil. Und unser alter Teil, die stoßen sich ab, da sind Magnete dran. Und jeder Magnet hat einen Plus- und einen Minuspol. Und die eine Seite stößt sich ab, ich kann machen, was ich will. Die bleiben nicht zusammen, die halten nicht aneinander fest, die drücken sich sogar weg. Die entfernen sich voneinander, die hassen sich. Die stehen im Widerspruch, die stehen im Kampf. Die Seele, der alte Teil der Seele, was die Bibel auch Fleisch nennt, die kann sich nicht am Geist anlehnen, sondern muss immer selber suchen, wie kriege ich meine Versorgung? Wie kriege ich meine Versorgung? Und in diesem Spannungsfeld stehen wir. Und das ist in unserer Seele. Meine Seele hat beide Pole. Meine Seele, ich habe das Neue, wo ich sage, okay, das ist göttlich. Da habe ich gelernt, mit meiner Seele mich an Gott anzulehnen, am Geist anzulehnen, der jetzt eins ist mit Gottes Geist. Aber ich habe auch diesen Teil und der stößt ab. Und ich habe auch jeden Tag, habe ich alte Muster, habe ich dieses Fleisch, das in mir aktiv ist, diese gottlosen Gedanken. Kennt es auch jemand hier? Ich habe jeden Tag gottlose Gedanken oder Wünsche oder Gefühle. Gottlos heißt los von Gott gelöst. Losgelöst von Gott. Das ist gottlos. Losgelöst von Gott. Wie oft hast du in deinem Alltag hast du Gefühle, Gedanken oder Wünsche, die losgelöst sind von Gottes Wille? Haben wir immer mal wieder. Das ist unser Kampf zwischen alt und neu. Das ist das Fleisch und der Geist. Und es stößt ab. Es muss sich selber ernähren. Und Gott los heißt im Endeffekt einfach nur, das hier ist göttlich, mit Gott verbunden. Ah, ich kann es da rausziehen. Und Gott los ist, ich stoße es ab. Ich ernähre mich dort. Ich kann da mich nicht draus ernähren. Das heißt, ich hole irgendwo anders meine Liebe, meine Bestätigung, meine Zuneigung, meine Akzeptanz, meinen Frieden, hole ich irgendwo anders her. Okay, kommt es an? Also ich denke, das hilft ein bisschen so vom Bild her. Und so, ja, Gott hat, wenn wir Christen sind, hat er deinen Geist neu gemacht. Und in deiner Seele hat er die Möglichkeit gegeben, in Einheit zu laufen. Und das ist die Transformation. Wenn ich plötzlich merke, mein Wunsch, meine Gefühle, mein Wille, der folgt Gott, bin ich ein anderer Mensch, auch im Sichtbaren. Okay? Aber wir stehen in diesen Kämpfen immer wieder. Ich möchte es ein bisschen ausführen. Das Alte, der alte Mensch. Wir haben alle Alltagsbewältigungsstrategien. Oder? Und das ist unsere Seele, die sich irgendwo anders versucht zu füttern, außer bei Gott. Unsere Seele hat Alltagsbewältigungsstrategien. Wir kommen. Was machst du, wenn du nach Hause kommst? Wenn man nach Hause kommt, hat jeder gewisse Muster, wo er sagt, okay, ich ernähre dort jetzt meine Seele. Bei den einen ist es Feierabendbier, bei den anderen ist es erstmal voll die Glotze, bei den anderen ist es erstmal, ich muss erstmal das und das machen, dass meine Seele ernährt wird. Ja? Dann, es gibt, wenn du K.O. bist, haben viele Leute Belohnungsmechanismen für sich. Darum ist zum Beispiel Pornografie so ein Riesenthema, weil Menschen ihre Seele ernähren müssen. Weil da die Lüge da ist, da kriege ich ja Nahrung, da kriege ich Befriedigung. Und plötzlich ist es nicht richtig. Kurzfristige Befriedigung und sofort merkt man wieder, ich bin wieder leer.
Und das ist das Krasse, weil diese alten Mechanismen, die denken immer so kurz, ah, cool, ich kann mein eigener Herr sein. Dabei bleibt man leer. Aber wir kennen diese Alltagsbewältigungsstrategien. Ah, ich bin einsam, oh, jetzt muss ich erstmal, keine Ahnung, erstmal ein bisschen mich in meiner Netflix Strudel versumpfen. Oder was auch immer, was für Dinge das sind, wo du versuchst, deine Seele zu ernähren oder konkret essen. Bei manchen kann es sein, ey, meiner Seele geht's nicht gut. Ich fange an zu essen. Und darum ist es so wichtig, dass wir auch als Christen, das ist so witzig, weil wir sind als Christen häufig die, die gar keinen Zugang zu unserer Seele haben, dann werden wir auch nie lernen, was dort diese Dinge sind und werden nie lernen zu sagen, ich kann es ja an Gott anlehnen. Wir müssen als Christen lernen, Zugang auch zu unserer Seele zu bekommen. Zugang zu bekommen zu, was geht gerade eigentlich in mir vor? Was ist gerade mein Wunsch? Was ist gerade meine Emotion? Sodass ich sage, okay, und ich kann auch damit handeln und es auch Gott hingeben. Ich kann damit anfangen, mich mit Gott zu connecten. Wir Menschen, wir haben krasse Probleme mit Langeweile. Langeweile, dort sieht man auch ganz krass Alltagsbewältigungsstrategien. Leute haben riesen Struggle, Langeweile zu haben. Okay? Und es ist krass, ich habe eine Studie gelesen, ich habe es in einem Buch gehört, Besser fühlen heißt es. Und dann habe ich es noch extra nochmal nachgelesen, die Studie. Und zwar war das in der University of Virginia, hat ein Timothy Wilson, hat dort eine Studie gemacht über Langeweile. Und hat dann dort lauter Probanden reingeholt und hat den einfach Langeweile ausgesetzt. Die mussten einfach alleine sein in einem Raum, wo es nichts gab, keine Ablenkung gab, nichts. Und dann haben die den Leuten Elektroschocks gegeben. Und haben dann danach gefragt, hey, würdest du $5 zahlen, um so einen Schock nicht mehr zu kriegen? Und alle haben gesagt, ja, würden sie machen. Und dann wurden die alle nochmal in den Raum gesetzt, Langeweile ausgesetzt. Und nach 15 Minuten haben ein Viertel der Frauen haben sich in diesem Raum war ein kleiner roter Knopf, das war die einzige Ablenkung. Und dieser kleine rote Knopf, der hat denen wieder einen Elektroschock gegeben. Das heißt, sie waren im Raum ohne irgendwas, nur diesen einen Elektroschock. Und ein Viertel der Frauen haben nach 15 Minuten sich selber einen Elektroschock verpasst. Und zwei Drittel der Männer haben sich alle so einen Elektroschock verpasst. Sogar wiederholte Male. Und das ist eine Studie, wo sie einfach herausgefunden haben, was für ein Riesen, und die Forscher sind teilweise so, warum können Menschen Langeweile nicht aushalten. Sie wollen lieber einen Elektroschock, als mit ihren Gefühlen, ihren Gedanken und ihren Emotionen mal alleine zu sein. Und es ist so krass, die meisten Menschen, die flüchten irgendwo hin, weil sie eigentlich merken sie, wie ihre Seele leer ist und wissen ganz genau, alt funktioniert bei mir gar nicht. Alt, ich will nicht mit meinem zerbrochenen Ich konfrontiert sein. Und Leute können das nicht, darum suchen sie ständig Ablenkung. Darum sind wir heute auch in der Zeit, es ist so heftig, wie überall Ablenkung ist. Du musst ja gar nicht mehr mal sein. Und daran sehen wir, wie krankhaft es eigentlich ist, dieses Thema, wie es unserer Seele geht. Wir kommen mit unserer Seele nicht klar. Die Menschen heute kommen mit ihrer Seele nicht klar. Und das ist genau das Thema, dieses, die ohne Jesus laufen, haben nur alt. Und durch Jesus haben wir plötzlich die Möglichkeit zu sagen, es ist Umkehr. Umkehr. Buße heißt Umkehr, 180-Grad-Wendung. Also bin ich programmiert als Mensch und ich kann die Umkehr machen. Ich kann mich andocken an Gott. Seht ihr da hinten das eigentlich? Nicht so gut, gell? So ein bisschen besser vielleicht. Okay, also, ich möchte kurz noch, also einfach, dass es für mich ist mega wichtig, dass es ankommt, ja. Okay, wir haben dieses Wort Fleisch, was wir so ein bisschen in der traditionellen Übersetzungen so haben. Und einfach mal so, du bist im Fleisch. Dein alter Mensch ist aktiv, wenn deine Seele gottlos denkt, fühlt oder will. Du bist im Fleisch, wenn deine Seele gottlos denkt, fühlt oder will. Also das ist die Gottlosigkeit der Seele. Das ist die Eigenwilligkeit der Seele ohne Gott. Und wie viele Momente, wie viele Zeiten haben wir in unserem Alltag, wo das so ist? Wir sagen zu Gott, ja, aber.
Kleines Beispiel. Wir haben heute, gestern kam ein Artikel von auf der großen Antifa, auf dem großen Antifa-Blog, der ganz viel geschrieben hat über Knights of Hope und über die Gemeinden, die da beteiligt sind. Und haben da ganz konkrete Verantwortliche genannt, wo sie wohnen, was sie machen, Details zu ihrem Leben und so weiter. Und ist schon spannend, ich habe es vor dem Gottesdienst gelesen. Und das ist schon krass, weil sowas ist so, okay, jetzt bekommt man so eine Information. Und weißt du, die sind auch nicht alle so witzig, gell? Ich sag's, wir sind in einer christophoben Welt leben wir. Also Christophobie, wir reden immer von allen möglichen Phobien, aber eigentlich sind die Leute christophob. So was, sie sind eigentlich... Und jetzt hat man natürlich die Chance, die Möglichkeit, die Frage, was mache ich jetzt? Jetzt kommen hier folgende Gedanken, folgende Emotionen. Sage ich jetzt, ist mein alter Mensch aktiv und versuche die Sache einfach nur selber in den Griff zu kriegen? Versuche ich jetzt einfach selber zu schauen, wie kriege ich jetzt Frieden? Wie kann ich die Sache jetzt regeln, dass ich Frieden habe? Oder lerne ich zu sagen, okay, wie würde der neue Mensch, was ist das, was Gott sagt? Gott sagt, haben wir letzte Woche gehabt von Sarah, Glaube. Was ist, wenn ich Glaube habe? Was ist, wenn ich das Wort Gottes nehme und sage, ich gehe mal ran, wie es das Wort Gottes sagt? Oder? Und dock mich dort an und lass mich vom Geist leiten. Und eine Art und Weise, zum Beispiel, wenn wir in die Psalmen schauen, ein Großteil der Psalmen sind mit negativen Emotionen. Aber trotzdem ein göttlicher Umgang. Wir müssen nicht denken, dass nur gute Emotionen, nur alles, sich hier anlehnen kann. Sondern ich kann sagen, gut, hier sind Fragen, hier sind negative Emotionen. Wie komme ich damit zu Gott? Und da kann man zum Beispiel schauen, man kann in Psalm 109 gehen und sagen, okay, das Wort Gottes, was sind diese, es gibt Rachepsalmen. Der sagt, was ist, wenn ich mal das Wort Gottes nehme, Rachepsalmen? Gott, mein Herz vertraut auf dich. Ah, halt, bin im Falschen. Mein Gott, den ich lobe, bleib nicht fern und schweige nicht, wenn die Gottlosen mich verleumden und Lügen über mich verbreiten. Von allen Seiten bedrängen sie mich mit ihren hasserfüllten Worten und greifen mich grundlos an. Meine Liebe begegnen sie mit Feindschaft, ich aber bete beständig für sie. Sie vergelten Gutes mit Bösen und erwidern meine Liebe mit Hass. Gib ihm einen Gottlosen zum Gegner und schick einen Ankläger, der ihn vor Gericht bringt. Und wenn sein Fall verhandelt wird, dann sorge dafür, dass man ihn schuldig spricht. Rechne ihm seine Gebete als Sünden an. Er soll ein kurzes Leben haben und sein Amt gibt einem anderen. Seine Kinder sollen zu Waisen werden und seine Frau zu... Heftig, gell? Heftig. Das ist was, wo ich sage, okay, das Krasse ist an Rachepsalmen. Wir denken so, oh, wie ist denn das grausam? Nee, die Sache ist, ich selber räche mich nicht. Sondern ich sage, Gott, du bist der Richter. Gott, du bist der König. Ich muss nicht für mich selber Recht schaffen. Wenn ich selber versuche, für mein Recht nur zu kämpfen, alter Mensch, ich werde nie in einem göttlichen Weg laufen können. Und ich sage, Gott, kümmere du dich. Bumm. Und plötzlich passiert was, plötzlich dockt es an. Plötzlich kommt Friede von Gott. Und ich weiß, okay, was Gott tut, tut er. Okay? Einfach als ein kleines Beispiel, wie sowas aussehen kann. Die meisten Seelen haben nie gelernt, sich am Geist anzulehnen. Die meisten Seelen haben nie gelernt, auch von Christen, haben nie gelernt, sich am Geist anzulehnen. Sondern ihr Geist wurde neu, haben nicht gelernt, was heißt es jetzt, im neuen Muster zu laufen. Was heißt es jetzt zu sagen, ich lasse mich durch Veränderung meine Denkweise neue Menschen verwandeln? Ich möchte es nochmal erklären, auch hier mit folgendem Beispiel. Seid ihr eigentlich noch dabei, so ein bisschen? Okay? Also, ich hoffe, es ist nicht ganz schlecht. Also, alter Mensch, neuer Mensch. Ich möchte es nochmal so zeigen. Einfach so, dass es wirklich hängen bleibt. Das ist jetzt zwar ein Festnetz, aber wir kennen alle noch die Handys mit Tasten. Ich hatte leider keins mehr. Ja? Aber ihr kennt noch die Tastenhandys. Ja? Und du konntest, also ich habe es immer noch drauf, welche Buchstaben man wie oft drücken muss, um eine SMS schreiben. Ja? Und als das erste Handy rauskam mit Kamera, das war so heftig. Man hat zwar nichts erkannt, aber voll krass, Kamera und sowas. Ja? Und dann sieht man so ein bisschen, und was haben wir heute, so, keine Ahnung, 12 Jahre, 13 Jahre, 14 Jahre später,
haben wir plötzlich solche Dinger, so Smartphones, ein iPhone. Junge, das ist ja eine komplett andere Welt, oder? Das ist so eine ganz andere Sache. Und es ist so, hier Tastenhandy und Smartphone. Und das ist genau das Bild, was eigentlich dort ist, so vom alten Mensch und vom neuen Mensch. Es ist zwar die Grundidee, ist dieselbe der Kommunikation, aber die Ausführung ist eine komplett andere. Und wenn ich, und die Sache ist, wenn ich mein, also ich weiß noch, als meine Mama dann das erste Mal ein Smartphone dann hatte, also ich bin ja so mehr oder weniger schon fast mit einem Smartphone dann aufgewachsen, so ja, ein bisschen reingewachsen, aber dann Leute, die quasi Quereinsteiger sind in Smartphone oder in Laptop oder USB-Stick, ich weiß noch, Mama, gell, als er dann erklärt, ja genau, wie kriegt man das auf diesen USB-Stick? Ja, so. Und kann jemand mitfühlen? Oder? Okay, also. Und das ist so, die Denkweise ist noch komplett im Alten. Du kannst nicht ein iPhone bedienen mit derselben Denkweise von einem alten Tastenhandy. Aber, und bei mir ist es selbst, ich finde es so cool, es war diese Woche wieder ein Apple-Update und es sind wieder neue Funktionen da. Und die muss ich erst wieder lernen. Und du bist dann da in den alten Funktionsweisen, alten Denkweisen und merkst, krass, da gab es ein Upgrade. Und dann kannst du die neuen Dinge kennenlernen und du musst es bedienen lernen. Und genauso ist es auch mit dem alten Menschen und dem neuen Mensch. So der alte Mensch, hey, Gott hat den alten Menschen, den hat er begraben für uns. Sowas, ja? Wir sind neue Menschen. Wir sind neu. Aber mit der Denk-, Fühl- und Wunschweise vom Alten. Das heißt, wir sind neu, aber noch mit dem, sag ich mal, Mindset vom Alten. Und was wir lernen dürfen als Christ, als neuer Mensch, der mit Jesus läuft, ist zu sagen, wie lerne ich die neue Denkweise, wie lerne ich die neue Bedienweise des neuen Lebens? Wie kann meine Seele bedient werden? Auf eine göttliche Art und Weise. That's the message. Okay? Ich hoffe, es kommt an. Okay, also, in Galater 5, Vers 16, der erste Vers, und ich lese es nochmal ein bisschen, nochmal in einer anderen Übersetzung vor. Ich sage aber, führt euer Leben im Geist und ihr werdet dem Begehren des Fleisches nicht nachgehen. Das heißt, er sagt, führt dein Leben im Geist. Das bedeutet, lerne deine Seele am Geist anzulehnen, so wird das hier gar keine Bedeutung haben. So wird der alte Mensch, so wird das alte, das Fleisch, wird... dann wirst du dem Begehren von dem gar nicht nachgehen, weil du, deine Seele ernährt sich aus Gott. Und dann irgendwann merkst du, das ist ja viel besser als alles andere. Wir lernen, neu zu sein. Wir lernen es, neu zu sein. Das Alte muss weg. Steve Jobs hat damals nicht gesagt, bring doch dein altes Nokia 6230i und ich mache dir einfach ein anderes Betriebssystem drauf. Sondern das alte Handy musste weg. Ich kann nicht versuchen, auf dem hier iOS zu installieren. Funktioniert nicht. Aber wir Christen versuchen das so häufig. Wir denken, es muss irgendwie so. Nein, es ist, das Alte muss, darum hat Jesus gesagt, das Alte muss sterben. Und Jesus hat es modelliert mit dem ersten, mit seinem Tod am Kreuz. Hat er gesagt, es muss sterben und was Neues muss geboren werden. Etwas Neues muss geboren werden. Und das ist so, Jesus hat für dich, hey, das Alte darf sterben. Ja, ich bin halt so geboren. Ja, Jesus hat gesagt, du musst sterben und wiedergeboren werden. Das ist die Botschaft von Jesus. Wie krass ist denn das? Oder? Ein neues System. Okay, und jetzt haben wir noch hier zum Abschluss, ich habe uns kurz vier Punkte. Jetzt haben wir die Einleitung. Nein. Also, wie lerne ich als neuer Mensch zu leben? Das sind kurze vier Punkte. Wie lerne ich als neuer Mensch zu leben? Erstens, hör auf zu warten, dass Gott deinen alten Menschen heilt. Hör auf zu warten, dass Gott deinen alten Menschen heilt. Gott möchte nicht dein altes gut machen. Gott geht nicht ran und spielt ein Betriebssystem auf das alte Ding drauf. Er sagt das alte weg, er heilt nicht das alte, er schafft Neues. Das heißt, ich muss nicht warten zu sagen, oh Gott, kannst du vielleicht hier diese, meine ganzen Mechanismen, kannst du die halt besser werden lassen. Nein, Gott sagt, lehn deine Seele am Geist an. Ernähr dich aus mir. Da schauen wir uns gerade an, was das heißt. Aber das Spannende ist, Römer 8, Vers 7 bis 8 heißt es, denn die alte menschliche Natur steht Gott grundsätzlich feindlich gegenüber.
Sie hat sich nicht dem Gesetz Gottes unterstellt und wird es auch nicht können. Deshalb können Menschen, die noch von ihrer menschlichen Natur beherrscht werden, Gott niemals gefallen. Also, wir können Gott niemals gefallen. Es steht in Feindschaft Gott gegenüber. Mein alter Mensch ist Feindschaft gegen Gott. Gott heilt nicht meine Feindschaft gegen Gott. Die Feindschaft sollte ich gegen Gott beenden. Zweiter Vers, 1. Korinther 2, Vers 14. Der natürliche Mensch aber erfasst nicht, was aus dem Geist Gottes kommt, denn für ihn ist es Torheit. Und er kann es nicht erkennen, weil es nur geistlich zu beurteilen ist. Also der natürliche Mensch erfasst nicht, was aus dem Geist Gottes kommt, denn für ihn ist es Torheit. Der Alte denkt so, der Mensch, der Gott nicht kennt, das Alte, der denkt so, hä, wie dumm ist denn das? Das geht doch gar nicht. Wie soll ich meine Seele einfach ernähren können? Wie, so einfach? Ja, Gnade. Ich muss da nicht irgendwie krass in Selbstkasteiung und was auch immer alles. Nee, Glaube. Hä? Es ist Dummheit für den Menschen eigentlich. Der Mensch kann es nicht erkennen, weil es nur geistig zu beurteilen ist. Und darum ist wie letzte Woche das Thema Glaube. Wir dürfen anfangen, es zu glauben. Und dann heißt es hier in Epheser 4, Vers 24, als neue Menschen geschaffen nach dem Ebenbild Gottes und zur Gerechtigkeit, Heiligkeit und Wahrheit berufen, sollt ihr auch ein neues Wesen annehmen. Also Paulus sagt dort, hey, Gott heilt nicht einfach nur das Alte, ihr sollt das neue Wesen annehmen. Okay? Zweitens, verleugne deinen alten Menschen und bring ihn ganz ans Kreuz. Das ist der zweite Schritt. Wie lerne ich, als neuer Mensch zu leben, ist zweitens, verleugne deinen alten Mensch und bring ihn ganz ans Kreuz. In Matthäus 16, 24 und auch in Lukas 10 sagt Jesus, wer mir nachfolgen will, soll sein Kreuz auf sich nehmen, sich selbst verleugnen und mir nachfolgen. Und er sagt dann, kalkulier die Kosten, bevor du mir nachgehen kannst. Weil es das heißt, dass dein altes Leben sterben muss. Verleugne dich selbst. Verleugne dich selbst. Was heißt es eigentlich? Als Petrus Jesus dreimal verleugnet hat, hat Petrus gesagt, den kenne ich nicht. Das heißt, sich selbst verleugnen, ist zu sagen, meinen alten Menschen bin nicht ich. Das heißt, sich selbst verleugnen heißt, meinen alten, keine Ahnung, was da hinten abgeht, bin ich nicht, kenne ich nicht, bin ich nicht. Der ist gestorben. Das heißt, verleugne dich selbst, verleugne deine alten Menschen und bring ihn ganz ans Kreuz, dass ich nicht Dinge noch zurückhalte, sondern sag, Jesus, ja Mann, mein Wille, meine Emotionen, meine Gedanken, Jesus, die gebe ich auch alle dir. Ich kenne einige Leute, die frei geworden sind von Pornografie und solchen Mustern, wo sie einfach nur gesagt haben, Gott, ich gebe dir meine Sexualität ganz. Und zack, im einen Moment war es vorbei. Total verrückt. Gott nimmt solche Dinge ernst. Wenn ich wirklich sage, ich ordne mich komplett Gott unter, ich gebe es komplett Gott hin, meine Seele, meine Ernährung, Jesus, die gebe ich dir ganz hin, Jesus. Okay, drittens, trainiere deine Seele, sich an deinen Geist anzulehnen. Okay, haben wir oft genug gesagt, trainiere deine Seele, ah, funktioniert, und dann wieder, wie schaffe ich solche Momente? Wie schaffe ich Zeiten, wo ich sage, ich lerne, dass meine Seele sich am Geist anlehnen kann? Okay, und das machen wir. Eben einmal durch Glaube, durch das, dass ich sage, ich glaube den Verheißungen Gottes. Und sage, okay, dort heißt es Folgendes, ich vertraue darauf. Wow, wie geht es jetzt? Ich vertraue, dass Gott es jetzt hervorbringt. Ich glaube, dass er mir den Wunsch erweckt. Wie trainiere ich es, meine Seele an Gott anzulehnen? Ist zu sagen, Sarah hat letzte Woche das Bild von einem Essiggurkenglas genommen. Einfach zu sagen, ich bin einfach mal bei Gott. Eine Essiggurke wird eine Essiggurke, weil es eine Gurke ist, die in Essig liegt. Die tut nichts dafür. Und dann irgendwann kommt sie raus und ist eine Essiggurke. Und genau das auch, ich lege mich rein in Gottes Gegenwart und bin einfach dann, und er verändert mich. Ich lieb's bei ihm zu sein. Und das heißt, sowas kommt zuerst zur Versorgung zu Gott. Also du kannst solche Dinge trainieren, wie wenn ich nach Hause gehe. Identifizier mal, wann sind Muster, wo es deiner Seele nicht gut geht. Identifiziere Muster, wo du merkst, da sind alte Muster da. Da habe ich meine Alltagsbewältigungsstrategien, da kicken die. Das sind oft ähnliche Zeitpunkte. Ah, ich bin jetzt allein daheim. Ah, ich komme jetzt gerade nach Hause. Ah, es ist da und da, dies und das. Identifiziere diese Momente und sag mal, okay, wenn das passiert,
dann als erstes gehe ich einfach mal 5 Minuten hin, bete, nehme kurz einen Bibelvers raus, was auch immer, lese diese Verse und sage einfach, Gott, und jetzt bin ich hier, ich lege jetzt einfach meine Seele mal an dir an. So kannst du solche Dinge lernen und üben. Und dann viertens, verbringe Zeit mit Gott. Verbringe Zeit mit Gott. Ganz simpel, ganz klassisch, ganz banal, ganz logisch. Sowas. Verbring einfach Zeit mit Gott. Such dir eine Small Group. Sei in der Small Group. Da sind Leute, die helfen dir auch, so zu leben. Wir haben auch gerade den Kingdom Culture Kurs, wo wir machen, wo wir einfach auch viele Leute auch schulen darin und auch unsere Small Group Leiter schulen wir darin. Wie lernen wir das? Wie machen wir das? Weil wir haben es oft nicht gelernt. Wir lernen das oft gar nicht. So sagt halt, ah cool, du bist ein neuer Mensch, super, dein Geist ist neu, aber keine Ahnung, guck halt selber, was du mit deiner Seele machst. Wir haben ein geniales Life-Coaching, Seelsorgeteam hier, Lebensberatung. Und ich selber, ich bin regelmäßig bei Coaches, Mentoren, kann man Seelsorge nennen, wo ich einfach dort bin und einfach mit Leuten über meine Seele reflektiere. Einfach mal, die stellen die richtigen Fragen, haben die richtigen Gedanken, die haben die richtigen Impulse, die können. Das ist so wichtig, weil ich sage, ich möchte da wachsen. Und darum möchte ich euch ermutigen, das ist so wichtig und auch das ist so das Ding. In einer befreundeten Gemeinde, die haben ihr Seelsorgeteam, haben sie Mentoring-Team genannt. Die haben gesagt, seither sind mega viele Männer dort. Weil Seelsorge und ein Mentoring. Und es ist so witzig, weil wir Männer sind oft so stolz, uns mit unserer Seele zu beschäftigen. Ich fand es so krass, wie Jake hier gepredigt hat vor 2, 3 Wochen. Oder 4, oder keine Ahnung, wie lange das jetzt her ist. Jake Hamilton, das war Wahnsinn, wenn du nicht da warst, hör dir die Predigt an. Es ist auch eine zweite online, die er in Singen gehalten hat. Die ist auch richtig krass, hört euch die auch noch unbedingt an. Und es ist so, dass, ja ey, dürfen wir lernen. Also verbringen Zeit mit Gott. Sei eine Celebration am Start. So schön, dass ihr da seid. Ihr seid die schlauesten Leute, weil sowas wie heute, das gibt Impulse. Es gibt wie eine, ich könnte mich ja vielleicht so ausrichten. Das ist das, was heute passiert, wahrscheinlich bei vielen. Das heißt, es ist gut sowas. In der Worship-Zeit, danke, das Hammer-Team, ihr seid echt so krass. Danke, für wie ihr uns in Worship führt. In diesen Zeiten, da ist wirklich was, hey, da macht Gott was in uns. Deswegen wieso, da wird so grundsätzlich, da lerne ich, wow, wie kann auch, und es ist auch was, ja, und da sind auch Emotionen im Spiel. Aber da lerne ich auch meine Emotionen an Gott anzulehnen, wie cool ist das? Ja, da sind auch Wünsche, da sind Gedanken im Spiel, ja, und die lerne ich bei Gott anzulehnen. Verbringe auch private Zeit mit Gott. Das ist natürlich, das sind einfach ein paar Schritte. Es gibt nicht diesen Plan, mach 1, 2, 3 und dann passiert's alles. So ist nämlich nicht Gott, weil bei Gott ist es immer ein Beziehungsgeschehen. Bei Gott ist es nicht ein religiöses, bet 3-mal am Tag, mach diese 5 Sachen und dann, nee, sondern bei Gott ist Beziehung. Bei Gott ist es Glaube. Wie geht es? Keine Ahnung, soll ich dir erklären, wie geht die Beziehung zu meiner Frau? Ja, da hocken wir ein paar Tage hier. Du kannst ein paar Tage Beziehungsseminare besuchen und du hast immer nur so viel von was überhaupt Beziehung ist, gelernt. Und genauso ist es auch, wir lernen immer ein Stückchen mehr. Das kannst du nicht greifen, weil Beziehung ist was Lebendiges. Und das wollen wir einfach hier auch, ja, das ist unser Anliegen. Wir wollen hier wachsen, eine lebendige Beziehung. Diese lebendige Beziehung, die verändert uns. Im Galaterbrief, wo wir da vorhin eben auch gelesen haben, da ist es so, die Werke des Fleisches, die Werke des alten Menschen, was ist dort die Frucht draus? Die Werke des Geistes sind, die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld. Was spannend ist, da vielleicht noch als kleiner Side-Nugget, es heißt, die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Das ist der neue Mensch. Das Spannende ist, im Griechischen gab es keine Satzzeichen. Also ich weiß nicht, wem das schon mal aufgefallen ist hier in diesem Vers, heißt es, die Frucht des Geistes ist, das Singular ist, die Frucht des Geistes, weil vorher geht es um die Werke des Fleisches und die Frucht des Geistes ist Singular. Im Griechischen gab es keine Satzzeichen. Und viele Ausleger sagen, sie denken, dass es im Galaterbrief heißt, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Doppelpunkt. Das heißt, Friede, Freude, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Das alles ist ein Teil. Liebe beinhaltet das. Und Gott hat uns geschaffen, um Liebe zu sein. Die Frucht des Geistes ist Liebe. Und Liebe ist Friede, Freude, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung.
Das ist krass, oder? Und das ist das, was Gott bei uns in Bewegung setzen möchte. Und er liebt es so sehr. Er ist die Frucht des Geistes. Das heißt, der Geist bringt es in uns hervor. Und diejenigen, die zu Jesus Christus gehören, in Vers 24, haben die Leidenschaft und Begierden ihrer sündigen Natur an sein Kreuz geschlagen. Ja, genau, und ich habe es ans Kreuz geschlagen. Und wenn wir jetzt durch den Heiligen Geist leben, dann sollen wir auch alle Bereiche unseres Lebens von ihm bestimmen lassen. Und das ist genau das, ja, Jesus, ich habe dir meine ganzen Sachen ans Kreuz geschlagen. Und ja, und wie es auch hier ist, wir sollen unser ganzes Leben durch ihn bestimmen lassen, in alle Bereiche. Und dann wichtig, lass uns darauf achten, nicht stolz zu werden oder uns gegenseitig zu verärgern oder beneiden. Das ist mega wichtig, dass wir da nicht reinkippen. So schön, dass du dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, dann lass uns doch gerne ein Like da, abonnier den Kanal und aktivier die Glocke, damit du kein Video mehr verpasst. Hier findest du alle unsere Locations, wo wir sonntags Gottesdienste feiern, wo du dabei sein kannst. Hier findest du alle Zahlungsmöglichkeiten, wenn du uns finanziell unterstützen möchtest. PayPal oder andere Zahlungsmittel findest du unten in der Videobeschreibung. Wenn du neu hier bist oder dein Leben Jesus gegeben hast, würden wir es lieben, davon zu erfahren. Tritt doch mit uns in Kontakt, füll das Kontaktformular aus und wir helfen dir in deinem nächsten Schritt. Wenn du schon länger dabei bist, dann würden wir es lieben, deine Story zu hören. Teile sie doch gerne mit uns und wir feiern es gemeinsam. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.